Kran. Komm hier hoch. Ich bin hier an der Leiter des Schleppschiffs, ein paar am Pier. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte kommen, Sam. Ich bin in Stellung. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte kommen. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Idiot ist auf dem hinteren Kran. Einsatzbereit. Ich habe jeden einzelnen am Pier im Auge. Sam hat das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur zwei. Sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um unbemerkt hineinzugelangen. Und ist auch gut versteckt. Übrigens gibt es hier nur eine Wache und einen Arbeiter. Könnte eine gute Stelle sein. Ja, das macht keinen Spaß, Amateursoldaten wie die hier zu verbümmeln. Genug geredet. Also gut, Artyom. Du hast die Leitung. Du gibst die Kommandos. Also gut. Es ist höchste Zeit, dass wir loslegen. Also versuch, auf dieses Schleppschiff zu kommen. Wir geben dir Deckung. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen. Sobald sich das Schleppschiff in unseren Händen befindet, gehen Sam, Idiot und ich zurück zu Aurora, während Artyom, Duke und Crest das Boot zur Brücke bringen. Viel Glück. Sieh mal, da könntest du an Bord klettern. Ich lenk sie ab und du gehst an Bord. Versteck dich hier und warte, bis sie vorbei sind. Was denken die sich eigentlich, uns hier die Runden machen zu lassen, wo wir uns kaum schützen können? Hey, was war das? Das müssen wir überprüfen. Was soll das? Hast du denn nicht schon genug zu tun? Tja, auch wenn es mir nicht gefällt, das müssen wir überprüfen. Gut, lass uns das machen. Ich räche dich, falls du gefressen wirst. Ja, sicher. Schieß aber nicht auf meinen Arsch, du Racheengel. Dieses Mal nach Nischni? Nein, wir drehen ungefähr 20 Kilometer vorher um. Verdammte Arschlöcher! Meinst du den Außenposten? Genau. Als wir zuletzt da waren, haben diese sogenannten wachsamen Hüter aus unserer Brücke ein Sieb gemacht. Zum Glück war alles in Ordnung, als wir die Waren ausluden. Zwischen der Ladung sind schmale Lücken. Quetsch dich da durch! Verdammte Arschlöcher! Recht hast du. Sie könnten jetzt sogar eine Kiste Munition für ein Stück Brot anbieten. Und das wäre mir egal. Eher würde ich nach Baku gehen als dorthin. Angeblich ist das Spiel da auch schon vorbei. Kein Spaß mehr. Niemand weiß es genau. Alle lügen sich nur den Arsch ab. Aber von Nischni wissen wir jetzt definitiv, was los ist. Siehst du diese Narbe? Das ist der Beweis. Na gut, nur zu. Nö. Wo hast du diesen Beutel? Das sind Köder und kein Tabak. Köder? Der war gut. Hier reißt doch nichts an. Das Monster hat eine Fische auf dem Boden. Niemand kann alle Fische essen. Unfähig, die Fische zu vergraulen. Es wird höchste Zeit, dass einer anbeißt. Gut. Selbst hier bist du um. Die Fische zu vergrauen. Das Ungewisse zu raten ist hundertmal schlimmer als ein Kampf. Wenigstens, wo der Feind ist. Wie kam das denn? Ich hoffe, ich habe mir nichts eingefangen.
Und wie lange müssen wir hier hocken und die Füße stillhalten? Das! Ich sehe ihn! Er ist da unten! Schießen! Nicht schießen! Ich kann bezahlen! Die Waren! Nehmt sie euch! Ihr könnt die Waren haben! Ruhig bleiben! Wir sind's! Gute Arbeit, Artyom! Artyom, unseren Leuten geht es allen gut! Das hast du gut gemacht! Schade, dass wir das nicht unauffällig hinbekommen haben. Seid ihr bereit, aufzubrechen? Zu spät, falls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Hurra! Alle an ihre Stationen und lichtet den Anker! Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Wir sollten am frühen Morgen dort ankommen. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab.
Du da an Land! Fang die Leine! Bereit! Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Hört mal. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Bein hoch! Die Aurora begibt sich leise in Position. Wir sind dann bereit, auf euer Signal hin loszulegen. Verstanden? Wir machen es schon. Ende. Genau wie Vater Silanthus es vorhergesagt hat. Wer ist eingetroffen? Satans Sklaven! Hast wohl die Morgenpredigt verpasst, hm? Nein, habe ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir eins, was er erzählt hat. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Er sagte aber wohl, dass ihnen nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er brachte aber die einfachen Leute um, die in ihrem ganzen Leben noch keine Waffe angefasst hatten. Er fand sie alle. Er ist ein Tier. Ein Tier. Kein Mensch. Weißt du, Simon ist zurück. Ganz zu schweigen davon. Zurück? Aber er und Kyrill haben doch geschworen, die Dämonen auszulöschen. Danach kommt man nicht einfach so zurück. Und die anderen. Sie wurden von Heiden gefangen, aber ein Ketzer, einer von den Neuen, hat sie befreit. Der Simon hat nur keine Füße gekriegt. Das ist alles. Die ganze Geschichte hat sich gegen Gott. Nein, hat er nicht. Er kam zurück, machte an der Kirche ein großes Gebese und bekam auch noch seinen Willen. Jetzt sollen wir für diesen Ketzer beten, anstatt für Simon. Verstehst du das? Oh Gott, für einen Ketzer? Gott würde das allerdings gefallen. Dieser Simon. Und dann? Dann bekreuzigte er sich, küsste den Altar und ging zurück. Zu dem Ketzer hier. Sie wollen einfach auf die andere Seite. Das ist alles. Er wird das Beten übernehmen. Vater Silanthius höchstpersönlich hat ihm die absolute Das meine ich nicht, Junge. Ausfüchterlich. Ich hätte sie direkt erledigen sollen. Was bringt es dir, das zu erklären? Du stehst nur rum und glotzt, während die Ketzer vielleicht schon hier und sind. Überall. Sieh dich um. Deine Augen sind noch jung. Und ruf, wenn du etwas siehst. Verstanden? Artyom, ich bin fast am Ziel. Hast du dich da unten verlaufen? Und aus dem Himmel regnete es Hagelregen. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Und Menschen verwandelten sich in Katzen. Doch unser Kloster übernimmt. Denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte. Einen des Namens Silanthius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch frei hingeht und satanische Technologie ablehnt. Wir lehnen ab! Und darüber hinaus
Lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung? Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Nur jene, die sich von seiner Verderbtheit nicht beeinflussen lassen, werden vom Zartisch durchgelassen. Gelobt sei der Tisch! Also lasst uns die Ketten vor unserer Tür nicht fürchten. Jene, die unser Kloster anzugreifen wagen, selbst vor ihren stählernen Rost, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint, werden wir nicht wanken. Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen. Amen. Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Ersonnen erschlagen, denn wir erfüllen den Willen des Herrn und sie sind seine Vergeltung und seine Bestrafung für ihre Sünden, die unsere Feinde spüren werden. Und alle, die vor unseren Toren stehen, werden wie der Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer! Erst Katja und jetzt ich! Verdammt, bist du schnell, Artyom! Sieh mal, alter Mann, wir sind nur auf der Durchreise. Lass uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Oder die Sauer kann sich verabschieden. Und Katja, um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Verstanden? Weil ihr Katja betrogen habt, müsst ihr den Herrn um Vergebung bitten. Aber für den Mord an meinen Kindern, den Kindern Gottes, werdet ihr bis zum Ende eurer Tage in der Hölle schmoren. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Leider ist es Duke nicht beschieden, sie zu sehen. Bin ich an seinen Tod schuld? An allem, was an der Brücke geschehen ist? Könnte sein. Wir leben in einer grausamen Welt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir wollten nur durchreisen und es ist nicht meine Schuld, dass sie nach Blut schrien. Ihr Eifer erinnerte mich an die Metro, wo die Menschen unter einer Lüge leben, dass die Welt tot sei und man nirgends mehr hin könne. Jeder, der das in Frage stellt, wird mit einer anderen Lüge abgefüttert. Der Krieg tobt noch. Hier ist Elektrizität eine Sünde. Ist doch alles ein und dasselbe. Artyom, wach auf, mein Schatz.
Wacht er schon auf? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Na los, wach auf. Es tut mir so leid wegen Duke. Er war doch noch ein Junge. Er hat mich ständig gefragt, wie er ein bestimmtes Mädchen auf sich aufmerksam machen könnte, was er ihr sagen sollte. Konnte es nicht erwarten, zu ihr zurückzukehren. Ganz stolz, voller Narben und Medaillen. Bleib noch ein Weilchen hier, Artyom. Das ist so schön. Ich wünschte, so könnte es ewig sein. Artyom, als du damals in Moskau auf diese Ruinen geklettert bist, mit deinem Funkgerät, hast du dir da überhaupt vorgestellt, wie unser Leben an der Oberfläche sein könnte? Ein Zuhause. Ein Ort, an dem man leben kann. Eine Holzhütte an einem Waldrand. Oder wie wäre es mit einem Bungalow an einer Küste? Obwohl es irgendwie schön ist, einfach irgendwo hinzufahren. Gemeinsam. Durch die verlassenen Bahnhöfe, die Ruinen, das Ödland. Insbesondere in unserem eigenen Privatabteil. Sind das nicht unsere Flitterwochen? Bestimmt sind sie das, wenn auch etwas spät. Bisher hatten wir allenfalls ein paar Flittereinsätze. Aljoscha sagt allen, dass Duke gerade noch rechtzeitig von der Brücke gesprungen sein könnte. Den anderen geht es auch nicht schlecht, aber ich bin zusammengebrochen. Natürlich habe ich früher schon Freunde verloren. Duke war nicht auf den Tod aus. Er meldete sich für die gefährlichsten Einsätze als Freiwilliger, hat aber nicht erwartet zu sterben. Er hat zu Stepan, Papa und dir aufgeblickt. Zu dir ganz besonders. Und er ist doch nicht umsonst gestorben, oder? Er wollte, dass wir es zum Yamantau schaffen. Er wollte, dass wir ihn von Moskau erzählen, wie wir dort überlebt und nicht aufgegeben haben. Wie wir uns schon so lange versteckt haben. Aber wenn ich mir vorstelle, du wärst es gewesen und ich hätte mir niemals sicher sein können, das hätte ich niemals ausgehalten. Meinst du, ich sollte alles rauslassen? Ich glaube nicht, dass ich mich dann besser fühlen würde. Ich habe nachgedacht. Zu Hause haben wir unsere Freunde bestattet und sie gerecht. Zu Hause. Dieses Zuhause und das Leben dort waren Mist. Wir wurden dort mit Ketten festgehalten. Nein, noch schlimmer, mit Lügen. Und jetzt suchen wir ein neues Zuhause. Aber hier ist das Zuhause von anderen. Daher sind wir nicht erwünscht. Also gut, ich muss mich zusammenreißen. Los, Papa wollte etwas von dir. Gehst du schon? Los, schnapp sie dir, Tiger.
Zuckerer hat schon seine Werkstatt eingerichtet. Willst du mal gucken? Die ist so cool! Hier, Onkel Artyom. Ah, hi Artyom. Wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns. Und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde. Das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. Dudes Schutzweste trug den Rückenschutz nicht mehr. Und er hat darüber einfach Witze gemacht. Was wollte ich? Naja, von jetzt an werde ich hier arbeiten. Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Aber nichts, was ich nicht reparieren muss. Onkel Zuckerer! Onkel Zuckerer! Was möchtest du denn fragen, Bastian? Onkel Zuckerer, hast du eine Nähmaschine? Nein, habe ich nicht. Aber wie reparierst du denn dann die Anzüge? Wie alle anderen. Mit Nadel und Faden und Nähen mit kleinen Stichen. Wow, cool. Kannst du mir das beibringen? Na klar, aber später. Ich habe noch zu tun. Lässt du mich da selbst werfen? Brauche Pause. Das ist gut. Ganz schön stark. Verdammt, ist die stark. Naja, aber nicht zu stark für uns.